Gde on živi? Jel znaš gde on živi? Ne znam gde on živi. A gde obično ruča? Ne znam gde obično ruča. Koliko ima godina? Jel znaš koliko ima godina? Ne znam koliko ima godina. Dakle, dobar dan i dobrodošli u novu video lekciju koju ćemo raditi upravo ovo. Dakle, red reči u direktnom pitanju i u indirektnom pitanju. Znači, gde živi? Da li znaš gde živi? Dakle, kao što ste primetili i već znate, u našem jeziku nema tu nekih mnogo velikih premeštanja kad je u pitanju red reči u rečenici. Međutim, u nemačkom, kao što već verovatno znate, ima. Dakle, to je ono što hoću da vežbam sa vama, a to se vrlo lako uvežba ako se mnogo puta ponovi. Dakle, to mora da se ponavlja kao pesmica. Wo lebt er? Ich weiß nicht, wo er lebt. Wie alt ist er? Ich habe keine Ahnung, wie alt er ist. Wohin ist er gegangen? Ich weiß nicht, wohin er gegangen ist. Teško je naravno na početku dok se usvoje pravila i sve ostalo, ali posle je samo stvar vežbe. Dakle, nije dovoljno napraviti jednu ili dve takve rečenice, dovoljno napraviti 1000 takvih rečenica. Ja vam sad dajem 30 i 30 vam je dovoljno ako tih 30 ponovite još jedno 10 puta, pa koje to već broj ispadne. Krenete da pravite takve rečenice po sluhu, po uvu, krene da vam zvuči čudno kad kažete ich weiß nicht, wohin er ist gegangen. Ne, ich weiß nicht, wohin er gegangen ist. Dakle, a to će krenuti da vam zvuči čudno i neispravno, ali tek onda kad i sami to budete ponovili mnoštvo puta, pa ćete i vi sami onda početi da ispravljate vaše prijatelje i sagovornike kad naprave ovakvu neku ili sličnu grešku. Ok, krećemo. A za naša prva rečenica glasi Ich weiß nicht, ob er Fernsehen hat. Ne znam da li je gledao TV. Hajmo da vidimo kako bi glasilo pitanje. Znači, da li je on gledao TV? Hat er fern gesehen? Hat er fern gesehen? Hat er fern gesehen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er fern gesehen hat. Ne znam da li je gledao TV. Ich weiß nicht, ob er fern gesehen hat. Ich bin mir nicht sicher. Nisam siguran und ich weiß nicht, ne znam, da li je gledao TV, ob er fernsehen hat. Dakle, kada direktno pitanje počinje sa da li, odnosno sa glagolom, hat er fernsehen, da li je gledao TV, hat er fernsehen, ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob er fernsehen hat. Ne znam, da li je gledao TV. Dakle, primetite da su dva različita naša da li. Znači, na različite načine se naše da li ovde prevodi. Direktno pitanje da li je gledao, jednostavno počinje sa glagolom hat er fernsehen, a u indirektnoj, znači to je zavisno rečenici, ne znam da li je gledao, u pitanju je ob. Ich weiß nicht, ob er fernsehen hat. Hajde probamo sledeću. Ich weiß nicht, wohin er gegangen ist. Ne znam gde je otišao. Ich weiß nicht, wohin er gegangen ist. Dakle, sad ovdje imamo ne znam kuda je otišao. Direktno pitanje bi glasilo kada. Kako? Kuda je on otišao? Wohin ist er gegangen? Wohin ist er gegangen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wohin er gegangen ist. Ili znam kuda je otišao. Ich weiß, wohin er gegangen ist. Znači svejedno je da li ich weiß nicht ili ich weiß u nastavku wohin er gegangen ist. Dakle, u direktnom pitanju, ovo ist, pomoćni glagol je na drugom mestu, a u ovom indirektnom je na kraju ich weiß nicht, wohin er gegangen ist. Idemo sledeći. Ich weiß nicht, warum er so spät gekommen ist. Ne znam zašto je došao toliko kasno. Ich weiß nicht, warum er so spät gekommen ist. Dakle, kako ćemo postaviti direktno pitanje? Zašto je on došao tako kasno? Warum ist er so spät
gekommen? Warum ist er so spät gekommen? Warum ist er so spät gekommen? Ich weiß nicht, warum er so spät gekommen ist. Dakle, šta se desilo? Opet imamo ovaj ist, pomoćni glagol sein ovdje na drugom mjestu, u ovom indirektnom pitanju na kraju. Ich weiß nicht, warum er so spät gekommen ist. Ili ich weiß, warum er so spät gekommen ist. Znam ili ne znam. Ima na sljedeći primjer. Ich weiß nicht, wie lange er dort geblieben ist. Ja ne znam koliko je on dugo tamo ostao. Ich weiß nicht, wie lange er dort geblieben ist. Dakle, mi hoćemo da postavimo direktno pitanje. Koliko dugo je on tamo ostao? Wie lange ist er dort geblieben? Wie lange ist er dort geblieben? Opet imamo sein, glagol bleiben, u perfektu ist geblieben. Wie lange ist er dort geblieben? Koliko je dugo tamo ostao? Ich weiß nicht, wie lange er dort geblieben ist. Ich weiß nicht, wie lange er dort geblieben ist. Ajmo da probamo sljedeće. Ich habe keine Ahnung, ili ich weiß nicht, svejedno je, dakle ne znam, mit wem er gelebt hat. Ne znam s kim je živeo, a ja hoću da pitam s kim je on živeo. Kako ćemo pitati s kim je on živeo? Mit wem hat er gelebt? Mit wem hat er gelebt? Ich habe keine Ahnung, mit wem er gelebt hat. Dakle, ovdje je hat na drugom mjestu. Pomoćni glagol je sad haben. Mit wem hat er gelebt? U direktnom pitanju. U indirektnom, ich habe keine Ahnung, ili ich weiß nicht, ili ich weiß, znam, mit wem er gelebt hat. Probamo sljedeću. Ich weiß nicht, warum er noch nicht gekommen ist. Pa ne znam što još nije došao. Ne znam zašto još nije došao. A mi pitamo, što još nije došao? Warum ist er noch nicht gekommen? Warum ist er noch nicht gekommen? Zašto još nije došao? Warum ist er noch nicht gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum er noch nicht gekommen ist. Dakle, opet je sein. Warum ist er noch nicht gekommen? Ich weiß nicht, warum er noch nicht gekommen ist. Ich habe keine Ahnung, mit wem er gearbeitet hat. Ne znam s kim je radio. Ich habe keine Ahnung, mit wem er gearbeitet hat. Ali ja baš želim da znam. S kim je on radio? Mit wem hat er gearbeitet? Mit wem hat er gearbeitet? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, mit wem er gearbeitet hat. Ich habe keine Ahnung, mit wem er gearbeitet hat. A direktno pitanje, mit wem hat er gearbeitet? Ich weiß nicht, an wen er gedacht hat. Ne znam na koga je mislio. Ich weiß nicht, an wen er gedacht hat. A mi pitamo, na koga je mislio? An wen hat er gedacht? An wen hat er gedacht? Na koga je mislio? Ich weiß nicht, an wen er gedacht hat. Oder ich habe keine Ahnung, an wen er gedacht hat. Ich weiß nicht, worauf er gewartet hat. Ne znam šta je čekao. Ich weiß nicht, worauf er gewartet hat. Šta je čekao? Worauf hat er gewartet? Worauf hat er gewartet? Ich weiß nicht, worauf er gewartet hat. Hat. Na kraju, hat na drugom mjestu u direktnom pitanju. Ich weiß nicht, worauf er sich freut. Ne znam zbog čega se toliko raduje. Ich weiß nicht, worauf er sich freut. Čemu se raduje? Sad imamo present.
Worauf freut er sich? Worauf freut er sich? Znači sam imamo jedan glagol, on je ovde na kraju, a ovde na drugom mestu. Znači u indirektnoj rečenici na kraju, u direktnom pitanju na drugom mestu. Ich weiß nicht, worauf er sich freut. Worauf freut er sich? Worauf freut er sich? Ich weiß nicht, sljedeća rečenica, ich weiß nicht, ob er morgen kommen wird. Ne znam da li će doći sutra, imamo futur. Tako, ono primećujemo što se nalazi na kraju. Glagol werden, znači će. Ne znam da li će on sutra doći. Ich weiß nicht, ob er morgen kommen wird. A kako bismo postavili pitanje? Da li će on doći sutra? Pa znači imamo da li pitanje i krećemo direktno sa wird. Wird er morgen kommen? Wird er morgen kommen? Ich weiß nicht, ob er morgen kommen wird. Ono smo pričali na početku. Znači kad je pitanje da li, wird er morgen kommen? U indirektnom pitanju imamo ob. To je to da li. Da li će doći? Ne znam da li će doći. Wird er kommen? Ich weiß nicht, ob er kommen wird. Ich weiß nicht, wo er heute essen wird. Ne znam gde će danas da jede, da ruča. Ich weiß wirklich nicht, wo er heute essen wird. Ali ja si dalje pitam, gde će on jesti? Wo wird er heute zu Mittag essen? Ili samo essen. Wo wird er heute essen? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wo er heute essen wird. Dakle, opet futur, wird, na kraju u zavisnoj rečenici, u direktnom pitanju na drugom mestu. Ich weiß nicht, wo er heute essen wird. Wo wird er heute essen? Gde će jesti? Sljedeća 13. Ich weiß nicht, was er sagen wird, wenn er sie sieht. Sad imamo dve zavisne. Šta će reći kada ili ako je vidi? Znači, mi treba direktno da pitamo šta će on reći kada je vidi. Dakle, ovde je kada ili ako je vidi, ta rečenica će ostati ista, ali ova će se promeniti. Jel tako? Znači, šta će on reći? Was wird er sagen, wenn er sie sieht, se ne menja. Ali zato ova rečenica ima upitnik na kraju, znači imamo direktno pitanje, was würde er sagen, wenn er sie sieht? Ich weiß nicht, was, znači er sagen wird, pomoćni glagol na kraju. Ich weiß nicht, was er sagen wird, wenn er sie sieht. A u direktnom pitanju glagol werde na drugom mestu. Was wird er sagen, šta će on reći, wenn er sie sieht? Kada on ju vidi. Kada je bude video. Ili ako je bude video. Ich weiß nicht in welchem hotel er übernachtet wird. Ja ne znam u kom hotelu on će on prenoćiti. Ich weiß wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung in welchem hotel er übernachten wird. A mi hoćemo da pitamo u kom će hotelu on prenoćiti. In welchem hotel, das hotel, in welchem hotel, dativ, u kom hotelu, in welchem hotel, wird er übernachten. In welchem hotel wird er übernachten. Znači, mi stavljamo werde na drugom mestu, u direktnom pitanju. In welchem hotel wird er übernachten? Ich weiß nicht, in welchem hotel er übernachten wird. Ja ne znam da li je on kod kuće. Opet imamo da li je, sećate se. Dakle, kako počinje direktno pitanje, da li je on kod kuće? Ist er zu Hause? Ist er zu Hause? Ich weiß nicht, ob er zu Hause ist. Ich habe keine Ahnung, ob er zu Hause ist. Dakle, ne znam da li je kod kuće. Direktno pitanje, ist er zu Hause, da li je kod kuće, indirektno počinje sa ob, ich weiß nicht, ob
i glagol ist, u ovom slučaju glagol sein na kraju. Obea zu Hause ist. Weiß er alles? Ich weiß nicht, ob er alles weiß. Ovo nam je već urađena. Dakle, ja ne znam da li on sve zna. A direktno pitanje, da li on sve zna? Weiß er alles? Ich weiß nicht, ob er alles weiß. Ne znam da li sve zna. Da vidimo sljedeću. Ja ne znam, ob er zufrieden war. Ja ne znam da li je on bio zadovoljen. Nisam ga pitao. Ich weiß nicht, ob er zufrieden war. Bio. Dakle, kako mi treba da postavimo direktno pitanje, da li je on bio zufrieden? Pa samo sa var. War er zufrieden? War er zufrieden? Ich weiß nicht. Ob er zufrieden war? Ich weiß nicht, ob er zufrieden war. Sljedeća 18. Ich weiß nicht, ob... Sad sam se poređala ove sa ob. Znači, ne znam da li je on dobro spavao. Ich weiß nicht, ob er gut geschlafen hat. Ich weiß nicht, ob er gut geschlafen hat. Kako ćemo postaviti direktno pitanje? Da li je on dobro spavao? Hat er gut geschlafen? Hat er gut geschlafen? Ich weiß nicht. Ich wirklich weiß nicht, ob er gut geschlafen hat. Ich weiß nicht, ob er gut geschlafen hat. Ich weiß nicht, ob er jetzt gehen muss. Ne znam da li on sada mora da ide. Pazite, sad imamo modalni. Ne znam da li on ići mora. Dakle, da li on mora da ide, će krenuti sa muss. Muss er jetzt gehen? Muss er jetzt gehen? Ich weiß nicht, ob er jetzt gehen muss. Dakle, ređemo jedno po jedno. Bitno je da je ovaj glagol modalni ovde u ovoj zavisnoj rečenici na kraju. Ich weiß nicht, ob er jetzt gehen muss. Sad imamo sa wollen. Ne znam da li on želi da pije kafu. Ich weiß nicht, ob er Kaffee trinken will. Ich weiß nicht, ob er Kaffee trinken will. Dakle, mi treba da pitamo, hoće li on da pije kafu? Will er Kaffee trinken? Will er Kaffee trinken? Ich weiß das wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob er Kaffee trinken will. Dakle, will er trinken? Ich weiß nicht, ob er trinken will. Ne znam da li će on tamo ići. Ich weiß nicht, ob er dorthin gehen wird. Ich weiß nicht, ob er dorthin gehen wird. Dakle, da li će on ići tamo? Buduće vrijeme. Wird er dorthin gehen? Wird er dorthin gehen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er dorthin gehen wird. Ich weiß nicht. Ja ne znam gde on jede. Ist, znači ne ist. Ich weiß nicht, wo er ist. A mi pitamo, gde on jede? Wo ist er? Zu Hause oder in einem Restaurant. Wo ist er? Gde jede? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wer er ist. Ja ne znam ni ko je on. Ja ne znam ko je on. Ko je on? Wer ist er? Wer ist er? Ich weiß nicht, wer er ist. Ich weiß nicht, wer er ist. Oder ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Ja, ne znam kako se on zove. Wie heißt er? Wie heißt er? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie er heißt. Odakle on dolazi? Woher kommt er? Ich weiß nicht, woher er kommt. Woher kommt er? Ich weiß nicht, woher er kommt. Direktno pitanje, indirektno.
Weißt du, was hier macht? Weißt du, was hier macht? Znaš li ti šta on radi ovdje? A direktno, šta on radi ovdje? Was macht hier? Was macht hier? Weißt du, was hier macht? Ich weiß nicht, was hier macht. Ich weiß nicht, was hier macht. Da li znaš koliko ima godina? Kad ćemo prvo direktno da pitamo. Wie alt ist er? Wie alt ist er? Weißt du, wie alt ist? Wie alt ist er? Sagul biti. Weißt du, wie alt ist? Ich weiß, wo arbeitet. Ich weiß, wo arbeitet. Ja znam gdje on radi. A mi pitamo, gdje radi on? Wo arbeitet Wo arbeitet Ich weiß, wo arbeitet. Wo arbeitet Glagol na drugom mjestu u direktnom pitanju, u zavisnoj, odnosno u indirektnom pitanju, na kraju. Ich weiß, wo arbeitet. Ich weiß nicht, welches Auto fährt. Ali ne znam koji auto vozi. Koji auto on vozi? Welches Auto fährt Welches Auto fährt Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, welches Auto fährt. Ich habe keine Ahnung, wer seine Frau ist. Ne znam koja je njegova žena. A mi pitamo, koja je njegova žena? Wer ist seine Frau? Wer ist seine Frau? Wie heißt seine Frau? Woher kommt seine Frau? Ich habe keine Ahnung, wer seine Frau ist, wie seine Frau heißt, woher seine Frau kommt. Dakle, na kraju glavu. To je to, vidimo se u narednom klipu. Tschüss!